Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Hof Bergmann mit dem Patti und dem Paul. Hallöchen. Hallo. Erstes Mal heute mit der neuen Seemaschine Solitär 12. Ich mach gleich mal einen auf 12 Meter hier. Oh, Spieltag hier eigentlich für Musik ist ganz, ganz schwierig gerade. Was sagst du? Ich spiele Country-Musik. Oh, ganz schwierig. Ui. Gott, ne, Joe? Nee. Anders. Anders wird, ja. So, dann schauen wir mal. 12 Meter haben wir drin. Ob wir dazu wirklich so viel schneller sind, weiß ich jetzt nicht, ne? Sollte eigentlich schon gut schneller sein, weil die zieht nämlich auch leichter. Aber die düngt halt nicht mehr, ne? Ja. Das siehst du halt hier deutlich. Müssen wir vielleicht noch einen zweiten Düngerstreuer kaufen irgendwann. Ui. Ja, so einen kleinen mit 48 Meter. Nee, warte mal. So einen ganz kleinen. Wie groß ist denn der ganz kleine? Kann ich den 42 Meter nicht runterstellen? Doch. Dann stelle ich den schon auf 12 Meter und hau den im Unimog vorne dran. Aber fertig. Aber musst du nicht nach dem Säen düngen? Weil du wissen musst, wie viel die Pflanze braucht. Achso, das kann ja sein. Erst nach dem. Das heißt, ich kuppel die Säenmaschine vorne an und hinten den Steuer. Viel Spaß. Aber ja, so okay. Rückwärts hält die Säenmaschine normalerweise nicht. Shit. Ja, aber wir könnten den ja trotzdem überlegen, wir müssen nicht immer tauschen mit Kalk und Dünger. Ja. Und mit 42 Meter kommst du halt schon ein Stückchen weiter. Der Breder hat glaub nur 30, oder? Was kann der? Naja, nur 30 ist auch ein guter Ansatz. Ja. Weiß gar nicht mehr, was kann der maximal? Was ist das? Der Bredal? Ja, der Bredal. 24. Bei Dünger kann er 24 und bei Kalk. Bei Kalk 18, ne? 12. 12? Naja. Kann er nicht 18 nicht mit Ding? Ah. Weil im Shop steht 18 mit dem Streuverteiler. Oder 18, ach was will ich. 18 bei Dünger, 18 bei Kalk und 24 bei Dünger. Wieso wahrscheinlich, ja? Hey. Was ist denn schon wieder? Der Stream ist gerade sehr gut. Okay. Ist das herrlich. Das kommt einfach hier raus. Es geht schon ein bisschen schneller mit den 12 Metern, muss man sagen. Bisschen. Also nicht viel, aber so ein bisschen ist schon. Weißt du, da gönnen wir ihnen jetzt die doppelte Arbeitsbreite. Ah, tu nicht so, als würde die Mutter Teresa wärst. Bin ich. Das war wieder eine Idee von mir, ne? Und kam wieder ein bisschen Geld. Ja, aber das ist auch eine gute Idee gewesen. Die Zwillingsreifen auch. Ich wollte es nicht weit ausführen. Du hast jetzt den Satz weitergeführt. Ich habe nur gesagt, das war eine gute Idee. Fertig. Fertig. Mehr ist es nicht. Also ich fand das ja ein bisschen niedlich von dir, wo du gesagt hast, ob ich wahnsinnig bin. Niedlich? Ja, natürlich war das niedlich. Weil jeder weiß, dass ich es bin. Du fragst noch nach. Also. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Wieso nicht? Gibt es hier eine Zigarettenanzünder? Wozu? Ich wollte mich gerne brennen, damit ich mal was anderes spüre, als wie nur rumwackeln. Das ist ein Nichtraucherzeichen, schwierig. Wird ignoriert. Die konnten einen Aufkleber über den Kleber drüber geklebt. Ja. Komm schon, Mock. Ach ja, richtig, wir hätten ja noch Saatgut, ne? Ja. Wer ist Saatgut?
Ich habe da gerade hinter mir was gesehen. Hinter dir? Wenn du mal in die Weinberge reinschaust, siehst du da so einen komischen Punkt. Ach ja, stimmt, da ist er noch. Was? Ja, genau. Kuriose Dinge passieren. Ab und zu, ne? Ich sehe den Punkt nicht. Links unten in den Weinbergen, quasi direkt vor mir. Da ist nichts bei mir. Ah doch, da hinten. Okay. Ich weiß aber nicht, ob der in den Weinbergen steht oder unter den Weinbergen, weil ich sehe nämlich auf der Karte nichts. Also, wenn ich rüber gucke. Mhm. Das weiß ich auch nicht. Oh, jetzt holt mich die Müdigkeit ein. Mhm. Hast du was gegessen, ne? Bitte? Hast du auch was gegessen vor der Aufnahme? Ja, wie du sagen würdest, eine Stulle. Eine Bämme. Ah ja, das warst du, warst ja der Bämme-Typ. Mit Pfeffersalami. Habt ihr schon mal Parmesan-Salami versucht? Mhm. Richtig geiles Zeug. Ja, richtig geil. Also ich bin ja generell ein Parmesan-Freund. Könnt das Ding ja auch so wegfuttern. Und wenn es bloß nicht so schweineteuer wäre. Ja, das ist leider... Das ist echt abartig. Dafür komme ich an Trüffel nicht ran. Trüffel kann mir jemand schenken, würde ich ihn wegschmeißen. Schaffe ich den Geschmack nicht. Hab's noch nie so reinprobiert. Wenn es irgendwo mit drin ist, wenn es draufsteht, keine Ahnung, ob ich den Geschmack rausfinden könnte. Ja, aber dann ist so wenig drin, ja, dass du so gut wie nichts schmeckst wahrscheinlich. Genau. Ansonsten wäre es deutlich teurer. Ah, war eine scheiß Idee mit der Sämaschine. Warum denn? Der holt auf wie Sau. Ja, natürlich holt er auf. Wenn er sich mal auf die Flächen begrenzen würde, die er erstmal abgeteilt hatte, ne? Hab ich doch. Hat er doch. Es wird immer noch rumgejammert hier, weißt du? Ich mach alles richtig. Ja. Das ist das Problem. Ja, geht doch gut voran mit der 12 Meter. Ja, das sag ich ja. Mhm. Aber da fühlt sich jemand bedrängt da hinten. Das ist einfach bloß Paul. Es ist einfach Paul. Stempel was wow. Ab unter Paul. Frechheit. Fühle ich jetzt nicht so. Nee, ich finde das eigentlich ganz okay. Ja. Wann haben wir angefangen aufzunehmen? 12:15. 12:30, keine Ahnung. 12:15? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir sind am Bergmann Freitagmittag. Mahlzeit. Also wenn ich so in den TS gucke, du bist 14:45 in den Raum hier reingegangen. Ja. Also wird es kurz danach gewesen sein. Okay, schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Du bist immer schuldig. Nee, bin ich nicht. Ich bin unschuldig. Ich bin die Unschuld in Person. Man nennt mich auch Werner das Unschuldslamm. Ich hab die Nuss im Hals stecken geblieben. Weil ich das jetzt erstickst, also. Dann war's das mit der Unschuld. Oh, herrlich. Geht mir schon auf die Nerven. Was, wo? Ich fange jetzt mal an zu walzen. Auf der 7? Mhm. Okay. Das ist eine gute Idee, dann können wir vorspulen, wenn wir hier das Feld durch haben. 21:52 Uhr, es ist taghell, wir im Januar. Sehr schön! Na gut, die Tage werden hier ja nicht länger und kürzer, oder? Nee, glaube nicht. Oh, Patti, weißt du, was das Schöne ist? Warten. Wenn diese Folge rauskommt, ist dein Urlaub schon fast vorbei. Mhm. Magst du bitte still sein? Ich könnte ja, aber... Nee!
fühle ich nicht, wie andere sagen würden. Fühle ich jetzt nicht. Mhm. Wir haben noch ein Google Chrome-Fenster offen. Drauf steht mobiler Schreitbagger. Was? Von dem, was wir heute im Stream angeguckt haben. Diese Bagger, die keine Reifen haben, die nur so Stützen haben. Also. Ja. Die sind so schwer zu fahren. Du hast 100.000 Hebel. Mhm. Wenn du damit schnell bist, dann hast du es wirklich drauf. Muss ich über das Gesäte nochmal drüber sehen? Da kannst also, du mal sehen. Da kann ich aber sehen, du. Meine Güte. Das hätte ich auch sehen können vorher. Da passiert aber nichts, weil du hast ja keine Oberfunktion. Nein, nein, gar nichts. Sag mal, Patti, sind die Nüsse schon abgelaufen? Die sind ein bisschen hart. Aber cool. Das ist gut. Ich schau jetzt auch auf mit. Aber Nüsse sind nicht so geil im Abnehmenprozess, ne? Nee, fettig wie Sau. Fettig wie Sau, ja genau. Aber so Cashews sind gut fürs Gehirn. Mhm. Ach, das ist so, auch so eine Sache. Zumindest heißen. Früher hat es auch geheißen, Karotten sind gut für die Augen. Ja. Und was weiß ich was noch alles. Deine Highlight-Folge für die Woche jetzt. Meine Highlight-Folge? Hast du das nicht gesagt? Das nee, das war Samstag für mich. Samstag. Das war was? Da, wo du den Lachflash geschoben hast. Das war der zweite Lachflash. Ja. Ich werde mir das noch rausschneiden, die Sounddatei. Was? Dass du kein schadensfroher Mensch bist. Ach so, okay. Und das dann für einen Subtitel oder sowas verwenden. Das ist auch nicht meine Einwilligung dafür. Ja, ja, ist okay. Ah, Baum gefunden. Kannst du behalten. Nee, ist eine Birke. Ich dachte, wir müssen den Empfang. Bist du fertig, Paul? Ja, ich bin fertig. Sehr schön. Er hat ja noch vier andere Wälder vor sich. Ja, bitte. Ich wollte es nicht so laut sagen, Paul, ne? Mhm. Danke. Bitte. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt hier schon 4 Stunden dran gewesen. Ah, ne, 5. Wenn man sonst keine anderen Hobbys hat. Wo bist du denn so? Weiß ich auch nicht. Habe ich von dir gelernt. Guter Padawan. Jetzt sind wir wieder bei der Sache, Paul. Ne? Werner hat immer Schuld. Mhm. Du könntest dir den Düngerstreuer nachher noch schnallen und da drüber düngen, bevor du holst. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ach so, ich habe gedacht, es leckt, aber bin ich am Baumhelden geblieben. Ich stehe hier und gucke immer so, was ist jetzt? Standbild. Schwierig. Oh, herrlich. Wir sind hier nicht auf einem Server, der hier einfach so einfriert. Ja, ich kenne das nicht, weißt du, das ist ein bisschen Neuland für mich. Das Standbild einfach dann so da ist, ne? Ja. Ich glaube, in der nächsten Folge ist das hier fertig. Wo? Ich hoffe es. Nein. Ja, Paul, was willst du sagen? Ich habe echt schon überlegt, ob wir die 5 und die 6 einfach mal zusammenlegen. Wow, warte mal, Moment. Lass mich nochmal kurz zurückspulen. In meinem Gedächtnis. Wer wollte denn die 21 durch den Grasstreifen trennen, weil das so ein großes Feld ist? Ja. Irgendwas stimmt hier in der Matrix nicht. Ich glaube, ich habe gerade eine Erschütterung der Macht gespürt. Ja. Eine Güte, ich... Kannst du nicht ausdenken, die Leute hier. Kannst du nicht ausdenken. Das Problem ist, dass du diese blöden Büsche hier nicht wegkriegst. Hm. Welche Bücher?
Die kleinen Scheißbüsche, die hier überall so neben den Feldern stehen. Doch, doch, die kriegst du weggepflügt. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, du bekommst sie auch weg mit Gras drüber malen und dann wieder. Mhm. Auch das geht. Müsste auch gehen. Ja, für den Moment sind wir erstmal fertig. Meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auch findet, dass Patty ein böser Mensch ist, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich nämlich meine Meinung unterstreichen. Ich habe tatsächlich Patty, muss man ja auch wissen, tatsächlich die Tage schon etwas gewidmet, was er noch nicht gefunden hat. Mal schauen, ob er draufkommt die nächsten Tage. Wir sagen nichts. Sind erstmal fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.